So, wieder da. WB. War gerade unten und hat mir ja Getränke geholt. Da kommt man ja unweigerlich am Spiegel vorbei. das, deswegen hat es so lange gedauert. Okay. Ja, aber... Oh Mann, man muss sich jedes Mal neu anpassen, oder was? Und, ja, dann lasse ich den einfach so, oder? Mach jetzt anpassen. Könnte ich auch random machen, aussehen. So. Ja. Das sieht lustig aus. So ganz random war es jetzt nicht, weil ich da nicht alles nehmen kann. Ich hätte jetzt auch wieder Player. Keine Ahnung. Wir starten einfach. Genau. Halt der Player. Nee, was ich meinte ist, ich war gerade eben duschen, ne? Und hatte dann halt jetzt, also ich, normalerweise mache ich mir meine Haare immer, aber ich habe die jetzt nur gekämmt gehabt. Und normalerweise fallen die immer halt total weird dann runter. Oder nach vorne oder so. Aber jetzt liegen die halt perfekt, wie als hätte ich mir die gemacht, ne? Richtig cool. Das muss ich dann natürlich jetzt bestaunen. Ist jetzt mal eine andere Map, oder wie? Ja. Ja, ich dachte, wir spielen eine andere Map, ne? Ein bisschen was kennenlernen im Pummelparken. Du meinst, da siehst du noch Chancen für dich? Wenn ich die Map noch nicht kenne. Ja, von der Map her ist es ja eigentlich völlig egal. Auf die Minispiele kommt es ja auch an, ne? Ja, aber das ist ja jetzt auch nur eine spezielle Mechanik wahrscheinlich. Mit den Kollegen. Ja. Ja. Wenn der dir zu nahe kommt, dann haut er dir auf den Kopf und dann bist du tot. Das hört sich nicht sehr freundlich an. Irgendwie ist mein Handy warm. So viele Nachrichten bekommen. Geil. Kennst du das, wenn man so Garnelen schälen muss, bevor man die essen kann? Mhm. Ein Kollege im Urlaub hat Garnelen bekommen, die der nicht nur schälen musste, sondern da war auch so eine Barbecue-Soße außen dran. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist sowieso schon unpraktisch, wenn du etwas schälen musst, wo drumherum eine Soße ist. Aber die Soße ist dann ja auch weg, wenn du die Schale abmachst. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber dann lieber doch so einen Pott Soße daneben stellen, als beim Gericht die dann halt darin ertränken, damit du die dann da aus der Soße rauspulen musst. Heieiei. Das war witzig. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh, Glück gehabt, ich bin drüber. Ja, ein Medikit. Oh, er ist sauer. Ist der sauer? Mein Handy warm. Hier ist es aber auch übertrieben. 34 Grad, ne? Trotz Kinder. So was, Steuerung. Ah, das ist sowas wie. Oh ne, da bin ich immer. In dem Spiel bin ich immer richtig schlecht. Ich auch. So. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, springen, schlagen. Okay, ja. Gut. Nein. Jo, wie lange ist man dann gestunt? Relativ lange. Perfekt. Der Bot war trotzdem paralysiert. Nein! Ja! Nein. Schlagt euch selber! Kann ich dich schlagen? Ja, cool. Ah! Lass mich Ruhe! Ich wüsste nicht, dass ich euch auch schlagen kann. Oh yeah. Warte mal. Ich bin ja Player. Ich dachte, der Bot hätte jetzt gewonnen. Das hätte ich jetzt sauer gemacht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
Also ich wäre natürlich nicht sauer geworden, aber... Ja, ja. Ach, das bin ja ich. Ach ja. Mann, dass ich Player heiße, was ist das für ein Much? So, 2, 4, 6, 8, das wird nie im Leben was, 9. Müssen 9 würfeln. Habe ich eine Rakete? Ne, dann machen wir Geschenk. Oh. Oh, was Gutes. Oh. Wild. Das ist wild, ja. Das ist jetzt schon sehr sexy. Dann laufe ich dem Ork halt in die Arme. Ja, scheiß doch, Digga. Her mit dem Lachs. Oh. Das ist schon lustig, das Game. Ja. Pummelparty ist super, vor allem wenn dann noch ein paar mehr Leute mitmachen. Aber jetzt für den ersten Abend ist ja auch mit Bots völlig okay. Auf jeden Fall. Wir haben das mal mit 15 Leuten gespielt, aber... 15? Leute, ich dachte, das geht nur zu viert oder so. Das war dann schon sehr, sehr wild. Das wäre ein Ding, was ich mit Tanja, Markus und Kai auch spielen könnte an einem Donnerstag. Das geht auch nicht lang. Also, theoretisch, wir spielen ja immer GTFO. Aber ab und zu brauchen wir halt auch Abwechslung. Und, ja. Mhm. Besonders, weil die halt so... Manchmal so, ja, keine Ahnung, können uns nicht konzentrieren in GTFO sind oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ne? Manchmal ist das schlimm. Ist aber auch verständlich. Ja. Ne? Die machen das ja auch nach direkt nach dem Arbeiten, kommen die dann online, um dann zu zocken. Essen dann vielleicht kurz vorher noch was. Kann auch sehr anstrengend sein, anstatt sich mal auszuruhen. Ja, Pummelparty ist ein super Spiel für zwischendurch. Also, ja. Dachte, das wäre das perfekte Spiel für den Stream, um es öfter zu machen. Ja, richtig so. Tschüss. Dahin geschrieben. Ja, das war mir schon klar, dass das passiert. Das war aber gut, weil ich kann dann ja von hier aus loslaufen. Aber ich habe noch nicht genug Schlüssel. Ist auch erstmal weit genug weg von ihm. Das sieht ja cool aus. Und ein Zug. Nice. Den vermisse ich auch in Mechabellum. Das ist eine Zugstrecke auf der einen Map. Du sollst einfach so interaktiv eine Map, Zug drüber fahren, der gewissen Schaden an Units macht oder die killt. Nee. Oh, ich hab mich selber gekillt. Ich wusste nicht, dass das geht. Weißt du, warum ich das ausprobiert habe? Weil das broken wäre, wenn das geht. Du könntest nämlich im Kreis fahren, deswegen habe ich das direkt als erstes ausprobiert. Man kann ja gar nicht normal steuern. Nein, der Zug hat mich gekillt. Man kann ja... Hä? Hä? Das ist eine total weirde Steuerung. Okay, das Game checke ich von der Steuerung her leider nicht. Bis jetzt. Also, beim ersten Mal hat das funktioniert, da in jeder Richtung, wo ich gedrückt habe, ist er auch gefahren. Und dann, als ich jetzt fahren wollte, habe ich A gedrückt und so, dann ist er nicht in die Richtung gefahren. Irgendwie, keine Ahnung, weird. Naja, macht ja nichts. Für die erwischen wieder, kann man irgendwann mal wieder spielen. Oh, der düst wäre mit dem Sauerstoff. Nee. Dass man diese aufspießt, ist auch richtig lustig. Erstmal Schaden machen, sehr schön. Direkt mal zeigen, wer hier der Programmer ist, ne? Ah, man bemüht sich, ne? Weg. Und wieder Jack. Jack ist der Schlimmste. Sam war der Schlimmste, nicht Jack. Er läuft einfach woanders lang. Tschüss! Ist das cool. Boah, Sam ist am Zug. Der wird auch überfahren. Wie der da so vorhängt noch. So viele Tote gab es jetzt einfach schon. Ich bin der Einzige, der keinen Schaden hat. Oh, das ist nicht die richtige Taste gehoben. Mit E schließt man das Inventar, ne? Das ist auch ganz komisch.
Du musst einfach in die andere Richtung laufen, sehe ich gerade. Oh nein, nein, er läuft wieder zurück. Warum das denn? Der braucht da ewig, bis der bei dir ist. Auf ewig. Ah, schade, das ist... Oh. Wenn das richtige Spiel hat, wäre das voll cool. Ja, wie... Achso, meine Maus ist die Richtung. Wenn man auf einmal die Seite und die Farbe wechselt, ne? Also nicht die Farbe, aber der Ball auf einmal die andere Farbe ist. Ach wait, das zählt nicht, wenn ich nur mich da reinkicke, wie beim Billard. Okay, da habe ich jetzt übelst viele Punkte verschenkt. Hallo, verlassen die dies. Ey! Die geht da nicht rein. Der übel OP. Ey, bin raus. Ich hab nix. Ich hab gerade 8 Stück reingemacht. Ja, ich dachte, ich habe am Anfang meine Kugel einfach so da reingefahren. Das war nicht so schlau. Ja, ich verliere tatsächlich die meisten Spiele bis jetzt leider nur, weil ich die gar nicht checke. Hey, hallo. Aber ich muss eigentlich, muss ja meinen ganzen Schaden ausnutzen. Das auf jeden Fall. Du hättest es auch auf mich setzen können, ich habe aber keinen Schlüssel. Oh nein! Ich hab einfach nicht genug gewürfelt. Na gut, die Bots kommen doch da nicht dran, oder? Huh? Ein Bot, der ein Item einsetzt. Ich sag ja, manchmal machen die das. Er ist tot. Einfach tot. Das war ja Mario Party für Erwachsene. Mit Blut und Töten und Erschießen. Sehr, ich habe mir unter dem Namen was anderes vorgestellt, aber es hört sich tatsächlich sehr lustig an. Die Map fühlt sich viel größer an wie die letzte. Ich glaube, die ist auch ein bisschen größer. Kann ich den jetzt schon wieder am Friedhof erschießen? Ja. Klar. Wenn du triffst. Schon mal ausprobieren. Ach nee, Digga. Ich habe ja so viele Schlüssel, ne? Lol, jetzt setzt er auch ein Item ein. Jetzt kriegt er meine Schlüssel wieder. Wenn du nicht gegrillt werden willst, vor allem, ne? Das erinnert mich ein bisschen jetzt an Takes Two. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ach, da. Oh nein, ich wurde gegrillt. Ein verwegener Teufel, er leidet keinen Schaden im Minispiel. Ich wusste zwar die ganze Zeit nicht genau, wo ich bin, aber... Das ist ja egal.
Aber ich bin trotzdem nicht Erster geworden im Spiel, oder? Doch, bin ich, okay. Doch, du darfst anfangen, was du hast. Ja. 7 Felder. Das reicht im Leben nicht. Nee. Okay. Ich könnte ja darauf gambeln, dass es hier oben rechts irgendwo spawnt. Und dann nach rechts gehen. Ist das ein Ding, was man macht? Ja, klar, kann man machen. Ich meine, du kommst ja jetzt 100% dran. Ja, hoffen wir es mal, ne? Hoppala. Ja. Mehr Schlüssel. Ah, der hat nur noch 5 Leben. Das war sogar relativ schlau, sich den Kaktus dann wahrscheinlich zu geben. Das ist jetzt auch antiklimatisch für den. Aber da war auch schon so ein Pokal, habe ich gesehen, ne? Also so ein... Ja, da war auch so ein Mannequin. Ich glaube, es gibt immer 3 auf der Map. Ach, dann wär's total dumm gewesen von mir. Oh mein Gott. Dann hätte ich in die andere Richtung gehen sollen. Red. Ja, perfekt. Nee, doch, cool. Man. Der kommt immer noch zu mir. Nee, der gibt dir gleich einer. Gib dem einen Kopf los. Gib dem den bösen Kopf. Oh Mann, in dem Spiel war ja auch richtig schlecht. Aber der Umhang ist cool. Ach, zu früh gesprungen. Aui. Ach komm, was? Ey, die sind rechts bei mir gespawnt. Betrug? Schön. Ja, die besten Spieler hier auch noch falschen. In der Underdog-Spieler, ja. Ich muss Glück haben. Und mit Skill da gewinnen. Ist noch einer. Ja, deswegen ja, hätte ich nach unten gehen sollen. Und ich bin da ja jetzt maximal mit weg. Und da hinten ist einer. Okay. Na, schade. Hätte ja was Gutes sein können. So. Jetzt haben wir den hier schönes. Kriegt erstmal einen Beinenstock. Würde. Achso. Da wäre gestorben dadurch. Oh Gott. Ganze 2 Felder. Ey, ich bin voller als volles Leben. Wechsel Reaper hier. Der hat nicht genug Schlüssel. Ah. Sehr gut. Ich auch noch nicht, aber ich ziehe mir so ein paar von dem Jack hier immer ab. Von dem, Sam, meine ich. Ja, bei den Minispielen, wenn du weit vorne bist, kriegst du ja auch Schlüssel, ne? Ja, aber das passiert mir nicht. Halt nicht so lange ich sie nicht kenne. So, was soll man da machen? Eisschollen, die Stars vorher sich nicht bringen? Okay. Okay. Wieso bist du vor mir? Was soll das? Gibt's nicht mehr.
Oh Mann, ey. Bin wieder runtergefallen. Schneller. Ich höre sie doch alle tapsen hinter mir. Ach, oh Gott. Finishlein. Auch mal irgendwann da. Ja, ein Portal. Ich könnte dich vor dem retten mit meinem Portal. Ja, aber du könntest auch einfach zu dem nächsten Ding gehen, was gar nicht ich weiß. So weit weg ist. Also mit dem anderen Bot tauschen. Naja, es ist schon sehr weit weg. Mal guck's. Es sind safe 20 Felder oder so. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ja, fast 20. Wo ist denn der andere Bot? Hier unten irgendwo? Ne, der ist doch verreckt. Ne, der ist da vorne, der blaue. Ach, der an der Kreuzung da. Ja, der ist doch ja, ein paar Felder vor mir. Mit dem werde ich ja nicht tauschen, das wäre ja Quatsch. Ja, aber dann hättest du dir 4 Würfelzüge gespart. Hä? Ich kann dafür mich das nicht bewegen. Egal, hebst dir doch. Hebst dir halt einfach auf. Ich kann mich ja selber bewegen, anstatt halt. Guck mal, jetzt kann ich ja 4 weiterlaufen. Ich geh natürlich rechts da oben. Voll richtig. Toll, nee, doch, cool. Jetzt habe ich nicht genug Schlüssel. Du bist ja auch noch nicht da. Du kannst jetzt noch Schlüssel farmen. Oh nein, der hat den Handschuh bekommen. Oh nein. Der darf lustig das Spiel gewinnen. Ja, genau, mach den weg. Ja, gib mir Schlüssel. So, ich bin da mal wieder da. Oh. Willkommen zurück. Willkommen, so. Willkommen. Er dreht sich einfach nicht um, er will mich immer noch. Nein! Ja, weil du Platz 1 bist. Das ist ja schon cool, wird der immer den ersten jagen. Also grundsätzlich einfach nur, weil das eine coole Mechanik wäre. Ja, dann müsstest du das immer mit einberechnen. Okay, man muss hier WASD und nicht Pfeiltasten drücken, das wusste ich eben nicht. Ich habe das nämlich direkt geskippt gehabt. Okay, wie lang muss man das... Okay, ich dachte, man muss das nur einmal antippen, aber man muss selber laufen. Okay, ich verstehe. Oh Gott. Ja gut, beim nächsten Mal weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Ich hab's vergessen. Das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, jetzt wusste ich wieder nicht, wie das Spiel funktioniert. Jetzt gewinnt der Bot mit seinem Kackhandschuh safe. Oh Gott. Ja. Ja, cool. Nee, doch. Toll. Ja. Ja. Ach so. Ah. Glück gehabt. Er hat nicht den Handschuh eingesetzt, um mich zu bondtappen. Zum Glück sind die Bots echt doof. Ich wollte gerade sagen, weil der hat ja nicht mehr genug Schlüssel. Eigentlich hätte er das jetzt machen müssen. Also. Eigentlich schon. Das wäre jetzt Quatsch. Oder den Magneten. Hätte der einen Magneten gehabt. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber. Also, eins von den beiden Sachen hätte der mindestens einsetzen müssen. Entweder mich killen. Weil ich habe ja auch nur 19 Leben. Ach, keine Ahnung.
Wir ziehen den jetzt mal sicherheitshalber an. Rennst du doch weg. Na, ganz toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Habe ich irgendwas mit coolen Items? Nö. Okay. Achso, mit E. E-Inventar abschließen. Hey. Ja. Ist das toll. Ich spüre, wie das Glück mich überkommt. Ja, der kommt dir wieder entgegen. Ja. Ich glaube, der geht wirklich nur auf den ersten, oder? Das kann sein. So. Nein, ich werde auch überfahren werden. Achso, man kann auch seitlich gegen die rennen. Okay, das ist neu. Das ist mir neu. Jetzt hole ich nochmal Geld hier. Kann jetzt nicht sein. So wenig laufe ich nicht darüber. Nein, oh nein, ich habe mein Geld verloren. Ja, kenne ich. Das kenne ich. Nein! Ach komm. Alter. Hätte ich da meinen fetten Baggy abgegeben, dann wahrscheinlich auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, da sollte ich mal hinten gehen. Du bist ja sowieso nur dein Kaktusseck. Genau, das Geschenk. Das mach mal. Ja schon. Egal. Muss belieben. Ach, du kommst dann aus dem Ding raus. Verloren. Aha, das war mein teuflischer Plan. Ah, dafür kann er mich jetzt nicht hitten. Das ist auch